Der Kampf der Hampel. Mann, Frau, Parade. Hampelmann, Frau, Parade. Ich kann's drehen oder wenden, wie ich will. Ich kann nur so sein, wie ich eben bin. Der Hampelmann, der gehampelt wird von dem, was ich bin. Also lass ich alles hampeln, was grad hampeln kann. Doch selber als Hampelmann habe ich keine Entscheidung und muss und darf so rumhampeln, wie ich eben gerade hampel. Wie ich gerade an meiner Schnur ziehe, dass ich meine Organe und Gliedmaßen und Sprecheigenschaften so zappeln lasse, wie sie eben zappeln. Doch zu denken, dass ich wüsste, wie die Welt auszusauen hat, zu schauen hat, ist reine Arroganz. Was mich glauben lässt, zu wissen, wie ich weiß, dass es ist. Dass ich so davon überzeugt bin, von dem, was ich denke, dass es ist. Liegt ja nicht in meiner Macht. Ich bin ja davon überzeugt, weil ich glaube, dass ich weiß, wie es ist. Und ich bin froh, dass keiner von meiner Meinung interessiert ist. Es interessiert ja keinen, was ich sage oder denke. Weil, wer interessiert sich schon für mich? Es interessiert sich ja nur jeder selber für sein eigenes bestes Wohl, für seinen eigenen Frieden. Und wer will es schon hören, dass er ein Hampelmann ist? Dass er nichts entscheiden kann, dass alles schon entschieden ist. Dass niemand wollen kann, was er will oder denken kann, was er denkt. Solange er es nicht gedacht hatte. Solange er es nicht will. Völlig befangen im Netz deiner eigenen Spinnerei. Ha, ist da. Ist da einer mehr da draußen? Ein Böser, ein anderer, ein Schuldiger, so wie ich, der mich vergewaltigen könnte? Oder bin ich allein absolut verantwortlich für alles, was mir geschieht? Denn der Opfer und der Täter bedingen sich gegenseitig. Das Opfer und der Täter bedingen sich. Wäre das Opfer nicht, könnte der Täter nicht sein. Und doch bleibe ich immer allein. Immer allein. Immer allein. Ich bin das Alleinsein. Das alleine Dasein. Bin ich als einer allein, macht das nichts. Bin ich mit dir und all denen, die ich liebe und mit denen ich Spaß habe, zusammen, trotzdem die Alleinheit dessen, was gerade ist, macht es auch nichts. Wem soll es etwas machen? Dem, der eine kleine Geschichte hat, an die sich eh keiner mehr erinnern wird? Außer vielleicht für einen Moment, in dem sie aufflackert und im Feuer des Gewahrseins, im Gewahrsein der Vergänglichkeit verbrennen darf.